Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, Thüringen. Ja, ich wünsche mal einen schönen Samstag, zweiten. Ja, ja. Ich habe mal ein bisschen vorangespielt. Im Grunde habe ich jetzt hier das Gras abgeerntet und ich habe jetzt Mais reingelegt, Silage Mais. Ne, mit Direktsaat, ohne Flügen, ohne Gruppen. Klappt hervorragend, hoffe ich jedenfalls. Dann muss ich dann noch ganz schnell Unkraut, also die Zwischenfrucht, wegspritzen. Ich habe ein Problem. Was bei euch auch vorkommt, ich weiß jetzt, also das weiß ich nicht, logisch, vorher auch. Bei mir ist der Kalender weg. Der müsste hier in dem Bereich drin sein. Und zwar, wenn ich das Spiel neu starte, ist es da. Aber jetzt ist es weg. Also wo man im Prinzip sehen kann, wie und wann, wo im Kalender was gemacht werden muss. Ne? Also saattechnisch und so. Ne? Ja. Warum das Ganze passiert ist? Keine Ahnung. Denkung geht nicht wie soll. Weil typisch. Ja, ich hab mal geguckt in der Logdatei. Hab da in der Beziehung noch nichts gefunden. Ich weiß nicht, ob ich jetzt erkennen konnte. Englisch kann ich mir auch nicht so aus. Aber ja, was soll's machen, ne? Ist halt so, ne? Ja, den Rest hier fertig machen, dann muss ich hier spritzen. Dass hier am Ende alles gut läuft. Mal Lenker kurz aktivieren und mal kurz ruck, ne? Das mal zwar entschuldigen. Ja, ich weiß, der 25er müsste jetzt schon da sein. Müsste auch schon einige Folgen gemacht haben. Ja, also, von daher alles gut. Wohl war drinne. Ich habe gestern Abend ein bisschen, ich konnte nicht schlafen. Ach, was machst du jetzt mit der Zeit? Ja, und dann spielst ein bisschen halt, ne? Mal aktivieren hier Lenkung. 30 Grad. Das ist verkehrt, müssten 34 haben. Mal hier ganz kurz wieder einmessen. Und waren 34 bei uns gewesen. Anscheinend löscht er sich mal raus, wenn er das wieder aber das ist ungünstig, 30 ungünstig, na gut, egal. Er ist geht daneben, ne? Auch die 34. Dann passt das genau. Achso. Verkehrtaste. Genau. Das soll ja auch passen, ne? Anführungszeichen. Genau. Also ein bisschen macht ja nichts, aber die ganze Spur nachher auf, wo nichts drin ist. Dünger muss ich gleich wiederholen, also wieder die Tür zum Neige. Ja, ich habe so gedacht, machen wir was. Und hier, Grobfutter, Eiweiß, Basis, Energie, das ist Silage. Ich wollte hier reingeben.
Futtertisch ist ja voll, von daher ist es nicht so tragisch. Das Gras habe ich jetzt schon beim Kuhstall hingestellt. Die Gras, die Lage später, also Gras in dem Fall noch. Und das werde ich nachher später in den Kuhstall reingeben. Ins Lager geht es noch nicht, weil das noch nicht sediert ist. Hier liegen lassen wollte ich auch nicht, weil wir arbeiten wollen. Ne? Müssen wir tun. Ja, wenn das. Mal gucken, ob das nächste Mal schlafen auch wieder weg ist. Oder immer noch weg ist. Ob es daran gelegen hat, weil ich geschlafen habe oder zu. Ja, an sich, ja, normalerweise wird ja so vorgesehen, ne? Ob es an der Karte liegt oder am meisten nee, an Terra Live, das weiß ich nicht. Hatte ich so noch nie gehabt. Kann auch an einer anderen Mod liegen, keine Ahnung. Ist ja möglich. So, mal Dünger holen, dann gleich noch ein bisschen machen können den Rest, ne? Ja, gestriegelt ist, hat nun entsprechend das andere Feld. Das ist gut und das andere Feld ist so wie hier mit Spritzen auch nur teilwirksam, aber immerhin. Ja, das Geld geht weg ohne Ende. Wahrscheinlich die Mietkosten für die Fahrzeuge. Müsste auf längere Sicht mal durchkontrollieren, was ich für Fahrzeuge am Ende behalten werde und welche nicht. Ne? Also das ist ja auch so eine Sache. Ne? Man kann ja auch ein bisschen gucken, auf was man so nur verzichten könnte. Anhänger und so kann man ja teilweise ja entsorgen. Ja, mal schauen. Im Grunde ist das so, das ist besser, Mann. Man verzichtet auf viele Mods, weil es einfach zu viel des Guten ist. Ne? Je mehr du reinhaust, umso mehr entstehen Fehler untereinander. Das ist dann eine Katastrophe. Ja, Thüringen ist jetzt schon eine Weile zu Ende. Irgendwo habe ich mir gesagt, da macht jetzt keinen Sinn mehr, da Aufnahmen zu machen, weil ja im Prinzip die Aussaat bist du damit. Gar nicht belasten, aber halt ist halt so, ne? Das ist ja, man sagt sie irgendwann auch, ja, ernten kannst du halt nicht mehr und ja, nur um zu spritzen und zu machen, zu tun, bist du halt fertig, ne? Ist ja halt mal so. So, auch mal die drei rein, passt. Da haben wir noch einen angefangen oder einen ganz, mal gucken, ob der auch noch. Müssen wir rüberheben. Ich will, dass keinen Sargut reinbringen, das ist nicht notwendig. Den Rest werden wir halt verkaufen, wieder abgeben. Brauche Geld. Ich habe mal was im Hof eingelagert. Das brauche ich ja nun. Hätte ich auch nehmen können. Ne? Aber das war auch ein Anhänger noch drauf gewesen. Ich habe gesagt, okay, mit dem Lager ist, brauchst du ja nicht rausholen. Ne? Aber halt mal gucken. Ja, das ist schon blöd, wenn du gewisse Zeiten einhalten willst mit der Frucht, mit der Aussaat, was du dann nachher nicht machen kannst oder nicht funktioniert. Vielleicht wird es ja auch angezeigt, dass es nicht geht. Kann ja auch sein. Dann ist halt die Fehlerquote nicht so groß, ne? Oder die Gefahr, dass man da was macht, was man nicht am Ende, ja, am Ende dann doch umsonst macht, ne? Darum geht es ja. Ja, wir müssen mit Kredit finanzieren jetzt, damit ja nichts. Für die BGA haben wir noch keinen ausreichenden Silage vorhanden. Klee muss reif werden. Da drüben sind zwei Wiesen noch. Ja, ansonsten. Zern ist noch nicht reif. Kräutergras, mal gucken, vielleicht ist das schon reif. Im Grunde brauchen wir mal Futter für die Kühe, ne? Also das abgesichert ist. Milch können wir verkaufen nächsten Tag. Bisschen Geld verdienen, aber ansonsten haben wir noch nicht so viel. Ja, und die ganzen Früchte, was wir jetzt da noch drin haben, vieles kann ich verkaufen. Werde ich gar nicht bloß einlagern, das werde ich gar nicht machen. Also keine frischen Frucht. Aber nicht drauf.
die Mengen, die wir brauchen, das Einlagern, lohnt sich nicht, aber die Früchte jetzt, wenn noch nicht drauf waren. Um da schon Fehler zu vermeiden, vom System her. Ja, mal schauen. Vielleicht haben die anderen auch den Fehler. Das ist meine Hoffnung, dass da mitbekommt wird. Wow. Mann. Ein bisschen konzentrieren. Ja, dann, wenn das fertig ist, Kühe versorgen und dann muss ich gucken, düngen muss ich noch ein bisschen. Aber das können wir morgen auch noch machen. Ja, ein bisschen Geld verdienen durch Verkauf des von Saatgut und von den Rest von Dünger, was da rumsteht dran. Ne? Dünger können wir nur tot in die Maschine reinbringen. Das brauchen wir immer, aber wie gesagt, Saatgut ist mir doch verschieden, ne? Das machen wir jetzt so. Und über Saat kann man auch nehmen. Ja. Das brauchen wir ja nicht, ne? Aber ich habe hier auf einfach gestellt von Schwierigkeitsgrad her. Was die Preise an also. Ist ja nicht glücklich. Sonst hätten wir auch schwer machen können, ne? Aber dann bist du ja nicht fertig. Beziehungsweise geht's pleite, ne? Extrem voll. Wie gesagt, die Fahrzeuge durchgucken, Maschinen, Anhänger. Müssen nicht so viele haben. Ja, Sonntag haben wir ja, ne? Sonntag. Die drei Tage sind rum, also freie Tage. Also. Boah. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ja, dann haben wir praktisch drei Felder mit Mais, wenn man nicht viel hinkommt. Wir müssen normalerweise viele Felder auf umändern, ne? Auf Silage Mais zum Beispiel, ne? Die BGA voll wird das ganze Prinzip dabei. Wo piepst du? Ja, bei mir ist heute nur der dritte. Sag mal. Also ich freue mich schon drauf, aber wie gesagt, dass hier jetzt alles was jetzt kommt, sehen muss, ist nicht der Fall. Ohne ändert sich ja fast nichts. Nur halt die Früchte dazu kommen. Ja. Können wieder auf 5 gehen. Die Früchte kommen ja dazu. Neue, ja, gut. Ich versuche ja eigentlich immer so zu spielen, dass man mit möglichst vielen Früchten mit einer Maschine ernten kann. Also bei Getreide, Raps, meinetwegen Sonnenblumen, Körnermeister, Asset oder Schneidwerk geändert. Also sowas Exoten wie jetzt Kartoffeln, andere Gemüse halt, ne, das ist alles. Da brauchst du zu teure Geräte. Und was man machen könnte, wäre ja praktisch, dass man, aber wie man die Preise dahin bekommt, das weiß ich nicht. Also wenn man jetzt extern was, also im Prinzip ein Notunternehmer da wäre praktisch, der das dann über Kursfelder machen würde und dann die Kosten dann bezahlt werden müsste, aber nur noch mehr muss aber auch entsprechende Aufträge haben, damit
sich das für ihn auch rentiert und dann ist er uns auch pleite. Normalerweise. Lass mal eine Spur aus. Sonst wird es ja auf Dauer nicht funktionieren, ne? Aber ich werde mal die Maschinen ausleihen dafür, wenn wir es drin haben. Ich wollte es nicht groß ändern, wer das ist. Und dann muss ich nächstes Jahr sehen, dass wir da halt die BGH halt voll zum Betrieb kriegen, also zum Laufen. Und dann wird durch Missionen Geld verdienen, das ist ja klar. Mal sehen, ab morgen. Wir haben ja ab morgen ja ein bisschen mehr Zeit. Anführungszeichen. Und ja dann Runde fertig. Wieder arbeiten. Düngen vielleicht noch mal schauen. Wir wollen ja mindestens, wenn wir das schon mal machen, daran verdienen. Ne? Also der Ertrag soll dann möglichst hoch sein. Ne? Ja, die blöden Krähen. Wo sind die Möwen? Meine Faustregel dann bei uns, die Vögel auf, also Möwen auf Land waren, hieß immer, kommt Sturm auf. Obwohl, wenn die jetzt geflügt haben und dergleichen, dann waren eh die Vögel da. Da haben sie halt die Insekten weggefressen, ne? Ja, auch die Schädlinge und die Puten nachhalten. Das war halt mal so. Oder Störche hinterhergehen. Störche, Mäuse und so nehmen die Störche auch. Also so sagt nicht. Hat sich bewegt, wird genommen. Ja, Kosten einsparen. Wir müssen viel selbst machen jetzt. Blinker dran. Die wird nicht geblinkt. So. Ist ja auch fast fertig, ne? Ja, das ist halt mühsam mit 6 Meter Arbeitsbreite. Da zieht sich hin, ne? Aber wie gesagt, wir haben ja eine ganze Woche Zeit. Das andere Feld haben wir aber meist mit der Maschine gesät, mit der großen. Mit normaler Bahnverfahren. Hier haben wir jetzt mit der Drecksaat. Ne? Das ist ja das Neue bei Terra Live, was es schon in echt schon länger gibt, ne? Mal gucken, wie es denn hier entsprechend aussieht. Am Ende. Wie das ja funktioniert, ne? Nichts grün zurück hier. So. Das geht gut mit automatisch lenken, das ist am besten. Dann sparst du auch ein. Letztendlich, ne? Dünger ist ja teuer. Ja, und Saatgut ist auch teuer, wo wir verbrauchmäßig ist hier überschaubar. Also
Ab 323, ja, ungefähr. Das soll ja später wieder so sein, dass man mit Geld so dünnen kann. Ne? Das ist ja klar. Mindestens vordünnen. Geht ja nicht darum, was wir dann jetzt. Das kann man schon mal fahren. Dreng. Ende. Ja, bin schon wieder eine 400 Folge geschafft. Wahnsinn, die Zeit vergeht. Aber danke fürs fleißig reinschauen. Das hilft. Aber Milchbonus wird länger, also wird größer. Also vom Futter her ist es besser. Ja. Ich glaube, der Futterautomat ist ein großer Kompromiss. Kompromiss. So. So. So, wir haben hier die Aussaat fertig. Seht ihr eine Stelle und zwei, ja, dann machen wir so. Den Rest Dünger werden wir raufnehmen, reinnehmen und dann schauen wir, dass wir den Rest alles verkauft bekommen. Was hier so rumsteht. Was bist du denn, Scheiß? Viel zu viel Kacke ist auch mit bei. Das könnte man vielleicht noch verwenden. Ja, das könnte man hier auch noch machen, ne? Kalk aufbringen. Mal gucken. Kriegen wir alles rein? Oder weg? So, das soll schon heute auch gewesen sein. Ja, schönen Dank, dass ihr reinschaut. Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schönes Wochenende übrigens.